Von daher ist es gut möglich, dass es gewissermaßen eine Parallele dazu darstellt. Aber wir beschäftigen uns jetzt mit einer anderen großen Stadt, nämlich um die Hure Babylon, Kapitel 17. Also ich erinnere nochmals an Kapitel 14, Vers 8. Gefallen, gefallen ist das große Babylon. Das war eine prophetische Ankündigung. Das heißt, der Fall steht jetzt bevor, konkret vom Kontext her. Also, und dann wird eben mit den Zornschalengerichten ausgeführt, wie das passiert. Und Kapitel 17 blickt dann nochmal zurück vor den Fall. Und Kapitel 18 geht dann nochmals auf die Details, auf die Zusammenhänge des Falls ein. Übrigens ganz typisch biblisch. Manche reden in 1. Mose 1 und 2 von zwei Schöpfungsberichten oder Erzählungen. Aber das ist Unsinn. Das sind keine zwei Schöpfungserzählungen, sondern wir haben zuerst eine zusammenfassende Übersicht, Kapitel 1 bis 2, 3. Und Kapitel 2, 4 ist dann eine Überschrift als ganzer Vers. Im Hebräischen ein Satz, der wird dann in Übersetzung getrennt. Das heißt, das ist die Erzeugung von Himmel und Erde an dem Tag als Gott. Und dann kommt die umgekehrte Reihenfolge, die Erde und den Himmel geschaffen hat, weil es im Anschluss dann um die Entwicklung der Erde geht. Es geht um die Details der Schöpfung. Vorher geht es nur um eine Übersicht. Also das ist ganz typisch biblisch, von Anfang an. Und dann nachher folgen dann auf die Einzelheiten. Vers 1, und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schallen hatte, und redete mit mir und sprach: Komm her, ich will dir das Gericht über die große Hure Babel, über die große Hure, Entschuldigung, Babel steht noch nicht da, so im Kopf, zeigen, die an vielen Wassern ist. Erstens, komm her, und es kam einer von den sieben Engeln. Ich zeige es euch gerade, dieser Ausdruck erscheint dann noch einmal, und zwar nur noch einmal, in Kapitel 21, Vers 9. Ich habe im Buch diese Textstelle leider nicht eingefügt, habe sie erst heute eingefügt, also bei einer nächsten vierten Auflage wird sie dann wohl da drin sein. Also Offenbarung 21, Vers 9, und es kam einer von den sieben Engeln, also genau die gleiche Formulierung, welche die sieben Schallen hatten, voll der sieben letzten Plagen, und redete mir und sprach: Komm her, ich will dir die Braut, die Frau des Lammes zeigen. Also zweimal kommt einer der sieben Engel und zeigt eine Frau. Das eine ist die echte Braut. Das ist die Frau des Lammes. Und das andere ist die Hure. Und das ist sicher auch ganz bewusst. Also wir sehen hier zwei Frauen so nebeneinander eingeführt werden oder nach der Reihenfolge. Zuerst mal eine falsche. Eine Hure ist eine abtrünnige Frau, eine untreue Frau, also Ehebrecherin können wir auch sagen. Das hängt Hand in Hand. Es gibt ja sehr viele Stellen aus dem Testament. Und dann eben die wahre Frau des Lammes, das ist das richtige Jerusalem. Ich habe am Sonntag kurz darüber gesprochen. Das ist das richtige Jerusalem, sicher in der tausendjährigen Friedensherrschaft und dann das neue Jerusalem danach. Und ja, dass die wahre Braut ist natürlich dann auch eng verbunden mit den Heiligen, mit den Einwohnern von Jerusalem. Und hier ist natürlich die Hure, ist die, heißt dann die Stadt auf den sieben Bergen. Was ist das für eine Stadt? Wir kommen auch darauf zurück, Vers 9. Also es ist sehr nämlich die abtrünnige Stadt. Also ich komme gleich drauf zurück. Hier heißt es, komm her, zeigen.
über die große Hure, die an vielen Wassern sitzt. Ja, 51, Vers 13. Ich habe heute noch fast das ganze Kapitel nachgelesen. Könnt ihr in Ruhe nachlesen. Und es gibt einige Stellen in Offenbarung 10 genau zu diesem Kapitel und nicht nur zu diesem Vers. In Bezug auf die Hure eine zentrale Rolle. Und hier müssten wir jetzt mal das ganze Kapitel schauen. Aber ich lese erstmal diesen Vers 13. Die du an vielen Wassern wohnst, reich an Schätzen, dein Ende ist gekommen, das Maß deines Ungerechten. Babel. Also Babel, hier heißt Babel und im Neuen Testament Babylon. Hier geht es im ganzen Kapitel um Babylon. Das Ende der Königsherrschaft von Babylon wird hier schon angekündigt. Es war Nebukadnezar, der Babylon sozusagen groß gemacht hat, 605 vor Christus, und dann die Juden ins Exil geschleppt hat. Und dann kam sein Ende 500, also das Ende des Reiches, 539 vor Christus. Dann kamen die Meder und die Perser und haben Babylon erobert. Und das Ende wird hier angekündigt. Und es ist klar, dass wenn hier von Babylon die Rede ist, dann gibt es sehr viele Anlehnungen an dieses Kapitel. Und das heißt an das echte Babylon. Aber nicht nur daran, sondern besonders auch dann, wie wir in Kapitel 18 sehen, an Hesekiel 27 und 28. Dort geht es nicht um Babylon, sondern um Tyrus und um Sidon. Aber es sind sehr viele Parallelen, Aussagen, die für beide gelten. Auch Tyrus wohnt an den vielen Wassern, also Tyrus hier auch buchstäblich, nämlich am Mittelmeer, Babylon am Strom, aber am Euphrat. Aber die vielen Wasser, ist klar, das sind die Menschen, die Nationen, wird nachher erklärt. Wie in Daniel 7. Das Tier kommt ja von dem Sand des Meeres. Also die Wasser werden nachher erklärt als Nationen und Völker. Das heißt, es ist nicht nur buchstäblich gemeint. Das eine muss... muss ja nicht das ausschließen. Also, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben. Auch darum geht es in dem Kapitel und auch darum geht es später in Hesekiel 27, 28. Und die Bewohner der Erde sind trunken geworden von dem Wein ihrer Unzucht. Und das geht oft Hand in Hand. Das sind vielleicht dionysische Feste. Ihr kennt ja Dionysos. Des Rausches, des Wahnsinns, die dionysischen Feste. Also, das geht alles Hand in Hand. Und am Essen bei einem Tempelbankett ging Hand in Hand mit Hurerei. Ja, daran knüpfe ich auch die Sendscheiben an. Und er führte mich im Geist hinweg in eine Wüste. Das haben wir, dass der Johannes im Geist weggeführt wird. Haben wir schon Kapitel 4, Vers 1, da gibt es ja einige oder ein paar Parallelen zu Hesekiel, der zum Tempelberg geführt wurde, der in Babylon war, Babylonien, und dann im Geist zum Tempelberg geführt wurde, dass er das alles gesehen hat, was dort für
für Götzendienst geschieht. Und dann haben wir in Kapitel 12 die Frau, die in die Wüste geführt wird. Warum hier die Wüste beschrieben, bezeichnet, genannt wird, ist nicht ganz klar. Aber es kann auch sein, dass die Wüste halt mit den wilden Raubtieren und so weiter in Verbindung gebracht, also Zerstörung. Wüste, denkt man, Sodom und Gomorra spielen ja besonders bei Jesaja, aber auch bei Jeremia und den anderen Propheten eine große Rolle. Die Verwüstung von Sodom und Gomorra. Und ich sah eine Frau mit einem scharlachroten Tier sitzen, voll von Lästernamen war und 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Die Köpfe und die Hörner werden später erklärt, wie in Daniel 7. Hörner stehen für Macht, Köpfe auch für Macht, aber auch für Könige. Und es geht Hand in Hand. Scharlachrot kann hier andeuten, dass, was im nächsten Vers gesagt wird, nämlich, dass sie mit Purpur und so weiter gekleidet ist, also luxuriös gekleidet. Und das geht wiederum zurück auf Hesekiel 27, 28, unter anderem Tyros ist mit Purpur. Also wenn wir mal die Paläste der Könige der Antike so anschauen, ist unglaublich, wie die alles so geschmückt haben. Also das ist der Luxus. Die arme Bevölkerung leidet und die Schicht lebt im Luxus, Überfluss, ne? Feste und so weiter. Das kann aber sein, Rot ist natürlich auch die Farbe des Blutes und spielt natürlich nachher auch eine wichtige Rolle, das Blutvergießen. Also das kann beides angedeutet sein. Sünde auch. Sünde ist Scharlachrot. Jesaja 1,18. Wenn eure Sünden blutrot werden, sollen sie weiß wie Schnee werden. Also das hängt natürlich zusammen, das Blutvergießen mit der Sünde. Aber ich denke dann zuerst an Blutvergießen. Voll von Lästernamen. Das haben wir vorher auch gehabt vom Tier und hier von der Hure. Und wir müssen uns hier auch noch überlegen, wie ist die Beziehung zwischen der Hure, der Frau, hier ist ja von einer Frau die Rede, und dem Tier, dem Raubtier, das wir in Kapitel 13 hatten. Das ist gar nicht leicht zu sagen. Also beide stehen irgendwie für das vierte Weltreich, beziehungsweise für Rom. Aber doch werden sie irgendwie getrennt. Und es scheint so zu sein, dass das Tier hier primär die Herrschaft beschreibt und die Frau gewissermaßen die Staat mit der Einwohnerschaft. Denke ich. Aber die Frau reitet anscheinend auf dem Tier. Und doch ist die Frau vom Tier bestimmt, wie wir nachher sehen. Also sie ist nicht unabhängig vom Tier. Tun, was die Regierung muss folgen. Vielleicht können wir es so sehen. Also irgendwie gibt es einen Zusammenhang, aber wie genau wird nicht im Einzelnen erklärt. Und da ist nicht ganz leicht zu sagen, wie das Verhältnis genau ist. Aber schauen wir mal weiter, dann sehen wir, dass vieles für beide eben zutrifft. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen, Perlen, und sie hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll Gräuel und Unreinheit ihrer Unzucht. Diese Kleidung haben wir eben unter anderem
in Hesekiel 27 für Tyros. Und auch diese Perlen haben wir dort, diese Steine für Tyros. Und Kapitel 28 beschreibt dann den Fall des Königs von Tyros, parallel zu Jesaja 14, wo es um den Fall vom König von Babylon geht. Und beide Kapitel werden von manchen Christen und christlichen Theologen auf den Fall Satans bezogen. Ich habe schon darüber gesprochen, also liest mal. Aber zuerst geht es mal dort um den König von Babylon, Jesaja 14, und in Ezekiel 28 um den König von Tyros und um den Fall. Also es scheint dann so auch im Hintergrund der Fall Satans gemeint zu sein. Es ist von dem, der in der Götterwelt irgendwie thront und der dann hinabgeworfen wird bis ins Sheol, bis ins Totenreich. Und da erscheint eben der Ausdruck in der griechisch-lateinischen Übersetzung Luzifer. Heller Morgenstern, du warst ein heller Morgenstern, Luzifer, Lichtträger. Darum heißt ja Satan eben Luzifer. Ja, Hand in Hand voll. Also das ganz, ganz voll, Jesaja und so weiter, Jeremia, diese Sprache, bis hin nach Ezekiel. Jesaja wirkte um 700 vor Christus, also 100 Jahre und 100 Jahre vor der babylonischen Gefangenschaft. Jeremia wirkte vor der babylonischen Gefangenschaft bis über die Zerstörung des Tempels hinaus. Und Hesekiel wurde verschleppt mit der zweiten Verbannung, 597 vor Christus. 586 wurde der Tempel zerstört. Daniel wurde 605 mitgenommen und Hesekiel war einer dieser Verschleppten als Priester, der dann eben parallel zu Jeremia wirkte, aber in Mesopotamien, dann im Geist zum Tempel. Eine große Rolle in der Offenbarung, es ist ein falscher Name, es ist ein richtiger Name. Das neue Jerusalem hat auch einen neuen Namen, verkündigt schon bei Jesaja. Du wirst mit einem neuen Ehrennamen genannt werden. Säule der Erde. Babylon ist hier. Ganz offensichtlich ein Deckname für Rom. Und Babylon ist im 1. Petrus 5, 8, 13 offensichtlich ein Deckname für Rom. Der Autor schreibt, also Petrus, dass er mit Markus zusammen aus Babylon grüßt. Und damit muss Rom gemeint sein. Also es kann nicht Mesopotamien gemeint sein, es gab Babylon irgendwo in Nordafrika, in Ägypten meine ich, aber es muss Rom sein. Und Babylon wird sogar in der jüdischen Mishnah einfach mit den bösen Menschen identifiziert. Also Babylon steht typisch da für das Wesen der Boshaftigkeit. Und schon eben in der jüdischen Mishnah. Da heißt der Babylonier, das heißt in der Anmerkung der bösen Menschen. Das ist der Ort, wo Abraham gekommen ist, in dieser Gegend, von Deutschland her. So bestimmt das nicht. Abraham war zuerst ein Ur der Chaldea. Ur, je nachdem, wird allgemein im Süden. Etwas außerhalb, westlich vom Euphrat, lokalisiert. Und dann kam er nach Haran. Und Haran ist in Mesopotamien, weiter zum Norden. Vor anderthalb Jahren in Haran. Das ist heute in der Türkei. Ich glaube 20, 30 Kilometer von der syrischen Grenze entfernt. Ist Haran. Ja, ein
einige lokalisieren. Es ist Urfa, glaube ich, die Stadt, wo wir gelandet sind, auch mit Ur, aber ich denke ja nicht. Und Babylon ist das. Bagdad ist heute dort mehr oder weniger, oder? Mhm. Muss man gerade schauen, Babylon. Ja, ich schaue mal, ob's, ob der Karte gerade zeigen kann. Babel. Mal schauen, ich muss jeweils von der englischen Version ausgehen, es sei denn, das gleich geschrieben ist. Wird nicht gefunden, also gucke ich mal im Englischen. Moment. King James zum Beispiel. Ist aber gleich geschrieben. Bei mir doch so. Also, dann vielleicht bei Babylon. Babylon. Dann schauen wir mal da, ist auch gleich geschrieben. Dann sollte er schon finden. Jetzt haben wir es. Ja. Hier etwa Ur, so wird es lokal. Ich schaue mal, ob er es auch so schnell findet. Genau, also sehen wir es da aber nicht. Aber hier ah, da, na, am Weg. Hier wird Ur gezeichnet. Ur. Hier Babylon und dann schaue ich nochmal Haran. Haran. Das ist weiter oben. Hier oben. Liegt am Löffel. Ja, nein, Haran liegt nicht da. Der Euphrat ist hier. Also wir sind schon noch 200, 150 Kilometer gefahren, bis wir dann über den Euphrat gefahren sind. Mhm. Ja, das ist halt schon noch eine Strecke. Und dann sind wir nach Antakya, das ist das biblische Antiochia, hier gefahren. Heißt heute Antakya. Antiochia am Orontes in Syrien, wo die Christen zuerst Christen genannt wurde. Apostelgeschichte 11. Das ist der Euphrat. Gefügt. Nero wird als Muttermörder bezeichnet, in antiken außerbiblischen Texten, sogar von Sueton, ein römischer Schreiber. Und Mutter heißt hier offenbar so viel wie Gebärerin, also eine Erzeugerin, als Herd sozusagen, ein Herd vom Bösen. Das scheint mir hier der Hauptsinn zu sein. Ja, also sie gebiert das Böse und auch. Und ich sah die Frau trunken vom Blut der Heiligen, das geht halt Hand in Hand, und vom Blut der Zeugen Jesu. Haben ja viele Texte in der Bibel schon bei den Propheten. Und ich wunderte mich, und als ich sie sah, mit großer Verwunderung.
Und der Engel sprach zu mir, warum verwunderst du dich? Ich will dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt. Dort heißt vorher im Vers 3, die Frau sitzt auf dem Tier. Hier heißt es, das Tier trägt die Frau. Und die sieben Köpfe und die zehn Hörner. Also das ist interessant, manche Bilder werden der Offenbarung selbst erklärt. Und dann sollten wir eine bessere Erklärung haben. Also wie ja die Bilder also in der Bibel, auch bei Daniel, schon erklärt werden. Nicht alle, manche werden. Die sieben Köpfe und die zehn Hörner, das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht und wird zum Abgrund, aus dem Abgrund heraufsteigen und geht ins Verderben. Also auch darüber haben wir Kapitel 13 gesprochen. Das heißt, das ist das zuerst mal das vierte Weltreich von Daniel. Sollte man nicht vergessen. Dann auch das sogenannte kleine Horn als endzeitlicher Vertreter des vierten Weltreiches. Beides. Das haben wir in Kapitel 13 gesehen. Das Weltreich war und ist nicht und steigt herauf auf dem Abgrund. Jesus war und ist und kommt. Das ist der Unterschied. Und anderswo heißt es dann, das Tier, es war und ist und geht ins Verderben. Jesus war und ist und kommt nämlich als König. Das ist eine ganz andere Aussicht. Der Abgrund, der wird Kapitel 9 genannt. Der Engel des Abgrundes, der den Schlüssel hatte. Und in Kapitel 20. Satan wird gebunden und in den Abgrund geworfen für 1000 Jahre. Das heißt, der Abgrund ist der Ort, wo Satan ist und von wo dann eben das Tier hinaufsteigt. Und er geht ins Verderben. Ich habe jetzt noch geguckt, vorher Jeremia 51, da ist zweimal vom Verderben die Rede, ich meine zweimal auf jeden Fall. Und Paulus spricht im zweiten Thessalonicher Brief vom Sohn des Verderbens, also der Mensch der Gottlosigkeit, der Antichristus. Der heißt bei Paulus dann Sohn des Verderbens. Er bringt Verderben über die Welt und er ist dem Verderben geweiht. Doppelt. Und die Bewohner der Erde, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben sind, von Grundlegung der Welt an, werden sich wundern, wenn sie das Tier sehen, dass es war und nicht ist und da sein wird. Darum werden sie es ja auch anbeten. Hier ist der Verstand nötig, der Weisheit hat. In Kapitel 13 am Anfang, am Ende heißt es, hier ist die Weisheit. Und dann wird der Verstand genannt, umgekehrt. Weisheit und Verstand gehen Hand in Hand. Dort heißt es, wer Weisheit hat, der soll berechnen die Zahl des Tieres. Also Christen dürfen, ja, sie sollen den Verstand gebrauchen. Auch wenn es ab und zu schwierig ist, nicht? zu begreifen. Aber den Verstand sollen wir gebrauchen. Das ist ja halt unsere Zeit. Die Leute lesen nicht mehr und sie meinen, sie beherrschen die Welt, aber doch können sie sich mit vielem nicht mehr so kritisch auseinandersetzen. Ich bin ja nicht derjenige, der hinter jeder Ecke den Antichrist und Verführung sieht. Aber wir brauchen einen Verstand, der fundiert ist im Wort Gottes und sich vom Geist Gottes leiten lässt. Beides brauchen wir unbedingt, um stabil zu sein. In gerade so in schwierigen Zeiten. Die sieben Köpfe sind sieben Berge.
auf denen die Frau sitzt. Und haben wir es. Ich denke, diese Beschreibung ist sehr deutlich und daher wird nochmals geschrieben, was damit gemeint ist. Was ist, sind die sieben Berge? Rom wird, ich habe da geschrieben mit anderen Büchern, sieben Hügelstadt genannt, aber wir können genauso gut übersetzen, sieben Bergestadt. Das gleiche griechische Wort erscheint in der Bezeichnung sieben Hügel oder sieben Bergestadt, das Wort, das hier für Berg steht, nämlich Horos. Har. Auf Hebräisch. Und die Berge von Jerusalem sind ja, der höchste ist 831 Meter über dem Meeresspiegel. Also, ja, so wie bei uns die Berge in Muttens sind über 700 Meter hoch. Also, das sind der Berg der Seligpreisung. Und wer mal in Kapernaum ist und dort sagt, okay, was der Hügel, ja, wenn es denn der war, nicht? Egal, also wir müssen uns nicht riesige Berge vorstellen. Klar, Rom ist die Sieben-Berge-Stadt. Und es gibt eine Münze, die habe ich, ist glaube ich nicht im Buch, ist sie da? Ist sie abgedruckt, ja? Stimmt. Hat sie mein Skript auf jeden Fall, sie ist auch abgedruckt. Mit einem aus der Zeit von Vespasian. Vespasian war Kaiser von 69 bis 79, der Vater von Titus. Und dann kam Domitian, der Kaiser der Johannes-Offenbarung, von 81 bis 96. Und diese Münze stammt also aus der Zeit von Vespasian. Da sitzt Roma, die Göttin, auf den sieben Bergen. Diese Roma, die Göttin von Rom, die in Kleinasien sehr stark verehrt wurde, sitzt auf sieben Bergen. Also, die Anspielung hier scheint mir ist eindeutig. Nochmals, jetzt zur Verbindung. Die Frau sitzt auf dem Tier. Nochmals, Vers 3. Die Frau sitzt auf dem Tier. Die Frau sitzt auf sieben Bergen. Die sieben Berge stehen sicher, ganz sicher, für die sieben Berge statt. Also damit ist der Zusammenhang auch nochmals klar. Und es sind sieben Könige. Ich habe heute nochmals nachgelesen, ich tue mich mit Spekulationen schwer und sage mir, okay, es gibt dann immer so Leute, Christen, die gehen investieren unglaublich Zeit. Zu tun. Für mich zumindest. Ja, welche Könige sind gemeint? Ist das vielleicht nicht eher symbolisch gemeint, die sieben, die Zahl der Vollkommenheit noch beachten? Der oberste Führer des Römischen Reichs nannte sich nicht König, sondern Kaiser. Und die Könige, da gab es viele davon, wie ein Herodes. Also, war jemand, einen Königstitel bekam. Herodes Antipas war Vierfürst, kein König. Und Herodes Agrippa der Erste, der um 44 gestorben ist, der hatte den Königstitel bekommen und Antipas wollte ihn auch haben und wurde abgesetzt von den Römern. Also, er war Vierfürst. Das heißt, es war gewissermaßen ein Ehrentitel. Aber eben im Römischen Reich viele Könige. Aber es war ein Reich. Da müssen wir unterscheiden, schon bei Daniel, da heißt es Königreich. Und da sind dann auch die Köpfe sind Könige, wird erklärt, schon Daniel 7. Aber eben, die einen sehen da einfach eine symbolische Zahl als Zahl der Vollkommenheit. 5 wäre dann eben eine gebrochene Zahl. Kann sein.
wenn es dann wirklich irgendwelche konkrete Könige sind, ist sehr schwer. Ich würde sagen, Ding der Unmöglichkeit, dann auszurechnen, welche genau sind. Problem ist noch, es gab vor Vespasian einem Jahr 4 Könige nach dem Tod von Nero. Neros Tod ist 68. Von 69 kam Vespasian und stellt man sie alle mit und so weiter. Das nicht. Das ist mein Vorschlag. Wer sich damit beschäftigen will, wenn man irgendwann die konkrete Lösung hat, ich bin immer offen dafür. Die 5 Ersten sind gefallen, schreibt Johannes um 596. Der eine ist, das war damals Domitian, der dann auch gleich gefallen ist, 96. Und dann kam Trajan. Nerva kam zuerst für 3 Jahre und dann kam Trajan. Und Johannes lebte bis in die Zeit von Trajan, so Irenäus. Und Benedikt spielt auch in Jeremia 51 eine Rolle von Babylon, nur noch eine kleine Zeit. Und das scheint auch eine Anlehnung dazu sein. Ich denke, diese Stelle habe ich aus Jeremia 51, habe ich zitiert im Buch. Und das Tier, das war und nicht ist, es ist selbst sowohl als Achter als auch von den 7 und geht ins Verderben. Und fällt mir gerade ein, wenn 7 tatsächlich die Zahl der Vollkommenheit sein sollte, ich denke gerade an Ignatius, der um 107, er war Bischof, Aufseher, Gemeindeleiter von Antiochia in Syrien, und wurde dann um 108 vor Christus, nach Christus in Rom hingerichtet. Und er schreibt 7 Briefe unterwegs, also in Kleinasien, unterwegs nach Rom, zu seinem Märtyrertod. Und er sagt, dass Jesus am 8. Tag auferstanden ist. Als Vollendung, als Erfüllung der Verheißung. Also der Sonntag ist da, wird da nicht als erster Tag bezeichnet. Und den feiern die Christen schon sehr früh. Also viel früher, bevor es einen Papst gab. Viel früher. Schon im Neuen Testament haben wir Hinweise darauf, dass sie eben den Auferstehungstag Jesu gefeiert haben. Als 8. Tag, als Tag der Erfüllung. Und das lernen eine ähnliche. Denken wir an Offenbarung 1. Am Tag des Herrn hatte Johannes die Visionen. Und der Tag des Herrn ist auch in diesen altkirchlichen Schreiben, ist der Sonntag als Auferstehungstag des Herrn. Also das kann schon sein, dass es in diese Richtung geht. Und hier aber als Erfüllung des Verderbens, nicht des Heils, wie bei Jesus. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige. Denk Daniel 7. Ab Vers 19 ist es dann, glaube ich, wo die beschrieben werden. Daniel 7, Vers 8 zuerst. Dann kommt das kleine Horn. Das andere ausbricht. 3, glaube ich.